So Leute, es geht wieder los. Es gibt wieder was Geiles mit Pasta, mein Favorite. Das wird immer gut, das ist immer gut. Wir machen heute Tagliatelle in einer Lachs-Sahnesoße. Jetzt ist zum Beispiel irgendwie mit Sahne kochen nicht das Urklassischste, was es in der italienischen Küche gibt. Aber es gibt auch das Kochen mit Sahne. Deshalb es ist bei einigen manchmal ein bisschen verpönt, andere machen es dafür umso lieber. Wir machen es heute auch sehr gerne, weil es halt einfach geil wird. Und ich fange jetzt einfach an. Es wird richtig gut. Wir haben dazu leckere Tagliatelle, wir haben natürlich den Lachs, unsere Kernessenz dieser Soße. Wir haben Parmesan, wir haben Zitrone, Olive, Knoblauch, Salz, Pfeffer, Petersilie und Weißwein und habe ich irgendwas vergessen? Die Sahne, stimmt, die haben wir auch noch und damit machen wir jetzt einen richtigen Leckerbissen, Luigi. Das wird richtig gut. Ich fange an mit der Zwiebel und Knoblauch, denn das brutzeln wir dann in so ein bisschen Olivenöl erstmal so ein bisschen an. Logischerweise müssen wir hier dann auch mit dem Schneiden anfangen, ne Luigi? Du lässt das Wasser jetzt auch schon warm werden? Ja, das Wasser lassen wir auch schon mal warm werden, dann sparen wir uns halt nachher so ein bisschen die Zeit dabei und können uns hier halt einfach allem widmen, was jetzt gleich in die Pfanne kommt. Als nächstes Knoblauch, denn wir lieben Knoblauch. Ihr liebt Knoblauch, ich liebe Knoblauch, alle normalen Menschen lieben Knoblauch. Den Knoblauch machen wir noch ein bisschen feiner, dafür hacken wir einfach so ein bisschen, erhitzen hier dann schon mal so ein bisschen Olivenöl. Wir packen jetzt Zwiebeln und Knoblauch in diese schön vorgeheizte Pfanne, wo auch schon so ein bisschen Olivenöl mit drin ist. Und dann machen wir uns an den Lachs. Also ich habe mir hier ein frisches Stück genommen, hab's entgräten lassen und auch schon die Haut abschneiden lassen. Das brauchen wir hierfür nicht. Sieht eigentlich auch ganz gut aus, tastet es nochmal immer ein bisschen ab. So wie ich es gerade entdeckt habe, die hängen eigentlich da relativ gut raus. Die konnte ich direkt mit dem Finger rausnehmen. Ansonsten nehmt euch eine Grätenzange oder guckt mal, dass ihr es mit einer Gabel anhebt, rauszieht oder mit dem Messer rausschneidet. Wir machen jetzt hier erstmal so ein paar leckere Lachswürfelchen. Und dann mache ich die Streifen noch so ein bisschen kleiner. In der Zwischenzeit passt ihr auch immer so ein bisschen auf Zwiebel-Knoblauch auf. Das haben wir ja hier schon quasi zum Anschwitzen drin. Und es schwitzt auch schon gut, das kann ich euch sagen. Lachs ist fertig geschnitten. Der kommt jetzt zu den Zwiebeln und zum Knoblauch. Das braten wir jetzt einmal ein bisschen schärfer an, machen die Flamme dazu ein bisschen heißer. Dann löschen wir es erst gleich einmal kurz mit einer leckeren Zitrone. Ich habe hier so sizilianische Zitronen geholt und danach mit Weißwein ab. Wir haben jetzt hier auch erstmal noch gar nichts dran gewürzt, also weder Salz noch Pfeffer. Wir haben wirklich nur die Geschmäcker von dem Öl, der Zitrone, dem Knoblauch. Haben jetzt die Säure mit der Zitrone drin. Jetzt löschen wir mit dem Weißwein ab. Also das alleine riecht schon ein bisschen geil. Wenn es jetzt irgendwie so Leute bei euch gibt, die Sahne nicht so gerne mögen oder Tomatenmark, was wir nachher noch nutzen, nicht so gerne mögen, das ist schon echt eine gute Basis, wenn ihr hier einfach ein ordentliches Stück Butter durchzieht, dann noch so ein bisschen würzt, dann hättet ihr da eine etwas andere Soße, aber auch eine leckere mit. Wir machen aber hier die Sahne-Version, weil unter anderem auch danach gefragt wurde und wir uns hier nicht vorwerfen lassen wollen, wir würden hier nicht auf die Wünsche von euch eingehen. Das Nudelwasser kocht, wir können salzen, das machen wir großzügig. Und hier geben wir schon mal die Sahne rein. Und in der Zwischenzeit nehmen wir auch unsere Nudeln, die können nämlich jetzt auch schon mal rein. Das sind auch welche, die nicht so lange brauchen. Wichtig bei der Sahnesoße, lasst sie einmal richtig aufkochen, dann macht ihr das Feuer wieder ein bisschen runter. Und danach tun wir noch den Rest dazu. Wir schneiden jetzt aber schon mal die Petersilie. Denn die kommt gleich auch noch dazu. Die haben wir fertig. Jetzt gehen wir in unser Tomatenmark. Dann nehmen wir uns jetzt mal hier so einen schönen Löffel. Das kommt jetzt noch mit hier in die Sahne. Und was ich immer sehr gerne mache oder was man auch grundsätzlich immer sehr gerne bei so Soßen macht zum Andicken, du hast die Möglichkeit mit Nudelwasser, du hast die Möglichkeit mit Mehl oder du hast halt einfach nochmal so eine viel geilere Möglichkeit mit Käse. Und das werde ich jetzt machen. Wir haben hier so einen Parmesan und den reiben wir jetzt hier noch schon mal so ein bisschen in die Soße rein. Nicht zu viel, wir wollen ja nur den Geschmack reingeben und ein bisschen andicken. Wir wollen jetzt noch nicht diese klebrige, käsige Konsistenz jetzt hier so zu sehr haben. Jetzt haben wir noch unser Grünzeug und das geht rein.
So, guck mal hier, Luigi. Jetzt haben wir hier auch eine richtig schöne Farbe, weißt du? Wir haben jetzt hier quasi so ein helles Rot. Wir haben ein schönes Stückchen mit der Petersilie. Hat einfach so ein richtig schönes Farbspiel, wie ich finde. Gucken jetzt noch mal hier so in die Nudeln rein. Und auch ein bisschen salzen. So, sieht schon, muss ich sagen, einmal mehr richtig geil aus. Kann richtig viel eigentlich. Ich richte jetzt an und dann sind wir eigentlich fast fertig. Und für alle, die jetzt sagen, kein Käse zu Fisch, ist einfach nur falsch. Das sind unsere Tagliatelle al Salmone. Richtig, richtig lecker. Macht's unbedingt nach. Sagt uns natürlich dann auch, ob es euch geschmeckt hat oder nicht. Auch weiter ruhig mit Vorschlägen, alles in den Kommentarspalten vollballern. Also wir haben jetzt ungefähr so ein Rezeptbuch schon dank euch. Das dauert natürlich vielleicht manchmal ein bisschen länger, manchmal geht es schneller, bis die Rezepte dann wirklich kommen. Ich hoffe, euch macht es hier noch Spaß zuzugucken, nachzukochen und dann vor allen Dingen auch das Gekochte zu essen. Lasst uns also gerne einen Daumen nach oben da und abonniert den Kanal und wir sehen uns dann wieder in der nächsten Folge. Ciao Leute!